Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Und dieses Let's Play ist kein gewöhnliches Let's Play, denn es sind neue Maps, neue... Erstens ist eine neue Map draußen, und zwar Basra Rush. Zweitens haben die Basra überarbeitet, was ich nicht so gut finde, aber naja, mal gucken, was die Map so bringt. Wir spielen jetzt erstmal auf hier Basra, ganz gewöhnlich. Und wir sehen schon, bei der B-Flagge haben die so ein paar Schilder geändert und die Stangen hier, die leuchten einfach mal rum, weil sie es können. Und ja, einfach mal spontan bin ich gerade von der Schule gekommen, habe gesehen, dass Battlefield ein Update hat, habe ich mir schon richtig gedacht, was das sein könnte. Fucking Aim, Alter. Mein Aim ist tot. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe gerade... Vorige Runde war das so, hatte ich richtig krasse Frame-Einbrüche und diese Runde ist das wieder so. Na, mal gucken. Und so, laufen wir mal rüber zur D-Flagge. Und zwar bei der D-Flagge gibt es auch ein bisschen Veränderungen. Und zwar sieht das hier alles schon viel offener aus. Und zwar kann man jetzt hier diese beiden Zäune. Wow, lag, ich sag's doch. Shit. Und zwar kann man jetzt, haben die das dort geändert, dass man so jetzt so zwei Zäune hat und hier neben den Zäunen, also da jetzt, wo die Maus gerade war, kann man links rum auch vorbeilaufen zur C-Flagge. Was ziemlich gut ist, finde ich, denn man musste mal irgendwie außen rum oder... Naja, war halt irgendwie doof. Man hat immer irgendwie versucht, da durchzulaufen. Ich weiß nicht warum, aber man hat es irgendwann mal versucht. Und da war immer dieser blaue Container. Und es sind neue Bäume hinzugekommen, was ziemlich sinnlos ist, aber egal. Wenn ich mal zur C-Flagge schaffen würde, dann würde ich euch auch mal die C-Flagge zeigen. Los, respawn. Los, los, los. Oh shit, die Runde ist gleich zu Ende und wir verkacken. So, komm schon zur C-Flagge. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich hoffe, die nächste Runde ist auch wieder Basra, ganz gewöhnlich. Oh, fick. Mann, ey. Geil, die Runde haben wir verloren. Supi. Und ich schaffe es in der nächsten Runde. Bis zu C. Was ich heute die Flagge auch mal zeigen kann. Ah, genau. Und bei den Russen hat sich der Spawn verändert. Hier hat sich alles verändert. Hier gibt es jetzt so eine Mauer mit Steinen und Bäumen, Palmen. Und der Truck ist hier und hier gibt's das hier, was total sinnlos ist. Dieser Container. Hier hat sich, glaube ich, nicht so viel verändert. Hier so, jetzt so. Aber hier kann man jetzt so rumlaufen. Hier ist ein Haus, kann man reingehen. Lalala. Dann kommt man hier raus. Und man kann hier auf die Straße, ist ja cool. Doch nicht. Schlechte Idee. Ich entschuldige mich, dass ich so ein scheiß Mikro in dieser Zeit habe, weil mein anderes Mikro ist ja kaputt, was ziemlich doof ist. Oh lol. Ich dachte gerade, ich wäre hier an einer voll anderen Stelle. Naja, hier hinten, jetzt kann man auch so hier hinten rum. Leiter hoch. Treppe, Leiter. Lol. Oh Mann, ey. Also ich bin gerade auch hier das erste Mal auf der Map. Also eine coole Stelle. So.
fucking Aim. Das kommt aber jetzt nur wegen der Aufnahme, ich weiß nicht warum. Normalerweise habe ich immer eigentlich stabile FPS. Immer wieder mal so kleine Frame-Einbrüche. Bin ich gar nicht gut. Alles klar. Alles klar, MG36. So, C, na endlich. Das war bei C ist die größte Veränderung. Und zwar haben wir hier diesen schönen neuen Brunnen. Kommt sogar Wasser raus. Was für eine Animation, oh mein Gott. Der hat bestimmt sehr viel Zeit gekostet, nützt aber keinen Scheiß. Aber trotzdem. Wow. Nicht dein Ernst. Boah, Alter, ich bin in der Runde so schlecht. Also ich muss sagen, Basra war einer meiner Lieblingsmaps und die haben sie irgendwie verkackt. Frame-Einbrüche pur. Oh mein Gott. Der geht einfach mal Full Auto. Ist klar. Alter, die Aufnahme ist ja richtig blöd gelaufen, finde ich. Mit den ganzen Frame-Einbrüchen ist nicht so toll. Nicht einer. Lol. Alter. Naja. Ich muss sagen, mir hat die alte Map Basra viel mehr gefallen. Wenn man sich schon an dieses ganze auf Basra richtig gewöhnt hat. Und ich verstehe nicht, warum die Basra überarbeitet haben. War eigentlich kein großer Grund für. Finde ich. Ich finde, die Map war schon geil, wie sie war. Da müsste eigentlich gar keine Veränderung sein. Ich muss sagen, Basra Rush gefällt mir auch nicht so ganz. Ich finde, es wäre sehr geil, wenn die mal ein Omen Rush machen würden. Das wäre richtig geil. Das wäre hammergeil. Und ich bin erster mit 991 Punkten. Oh mein Gott. Also so eine schlechte Runde hatte ich lange nicht. Geil, 1 HP. Sauber. Hat keine Bandage nehmen, weil die Runde Bullshit ist. Geil, mit 1 HP mal weggerotzt. Also der Level 30er, ne, der regt mich auf. Der hat 19-0. Als ob seine Waffe gar nicht verzieht. Yay. Ja genau, da kann man ja jetzt hoch, ne? Haben natürlich. Boah, ist das eine schlechte Runde. Ich muss sagen, Basra sollten die nicht überarbeiten. Bin ich gar nicht gut. Oh, wann ist die Runde schlecht gelaufen, Alter? Naja. War jetzt nicht so eine krasse Runde und die Frame-Einbrüche, die haben mich am meisten aufgeregt. Unnötige Frame-Einbrüche. Na, jetzt kommt wieder Basra. Worauf ich glaube ich nicht mal so oft spielen werde, weil gefällt mir halt nicht mehr. Ich fand schon richtig okay, wie die war. Und hätten die nicht machen sollen, finde ich. Aber jedermanns Meinung ist anders und deswegen würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.